am 2. November für PC, 360 und PS3 erscheinen und bis dahin habe ich noch Zeit, diesen sogenannten Call of Duty Killer mal anzuzocken. Ja, ich hoffe mal, dass ich das da irgendwie ein, also entweder Crysis 2 oder Battlefield 3 muss man gespielt haben. Und das kann ich ja jetzt noch nicht so. Mit dem PC zumindest nicht. So, so. Ja. Ja. So. Jetzt habe ich mich gerade wieder ausgeärgert, dass mich jemand vom Stream wieder vom Server gekickt hat. Ey, ja. Ja, sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Mach du mal ein weiter News. Ja, genau. Ich sollte mich, glaube ich, mal ein bisschen hier doch wieder konzentrieren. Trackmania 2. Was ist denn das? Kennen wir das? Nein, kennen wir eigentlich noch gar nicht, denn es ist komplett neu. Nämlich, Nadeo hat natürlich aus der alten Trackmania-Reihe, die natürlich schon wirklich, wirklich alt ist, schon wirklich große Überlegungen, was sie denn eigentlich Neues machen kann und den Spieler liefern kann. Ja, nun soll das ein zweiter Teil machen und im offiziellen Trackmania-Forum wurden schon zwei Bilderpuzzle veröffentlicht, wo ihr als Spieler natürlich das Ganze ausfüllen könnt. Und die zwei Bilder, ausgefüllten Bilder, gibt es bei uns in der News. Und natürlich soll der zweite Teil im letzten Jahr eigentlich in der Beta-Phase gehen, aber leider musste tatsächlich das verschoben werden, weil viele Verbesserungen noch interpretiert werden mussten. Und nun steht der Release komplett in den Sternen. Also wann das mal irgendwann erscheint, bleibt abzuwarten. Ich wollte ja eigentlich Trackmania Nation, wie heißt es, dieses Trackmania Unlimited Tuya zocken, habe ich aber bis heute nicht getan, aber ich habe auch irgendwie gesehen, es ist gar nicht so toll, weil es ist so ein bisschen storyarm, oder beziehungsweise es ist überzeugt vom Gameplay auch nicht, ich habe mir die ganzen Videos schon angesehen. Naja, schade eigentlich. Hoffe ich natürlich auf Trackmania 2, weil Trackmania ist eigentlich eine gute Reihe, wie jeder weiß. Ich habe auch noch irgendwie Trackmania Sunrise Extreme, aber das ist irgendwie so ein Billigspiel, so nebenbei. Hört sich so geil an, so Sunrise Extreme und sowas, aber das ist eigentlich eher so zwischendurch. Trackmania 2, da bin ich natürlich auch gespannt drauf. Ich hoffe, es wird nicht so, soll ich sagen, so billig wirkend wie mit Unlimited Tour oder Trackmania Sunrise oder sowas. Dass es so ein bisschen besser wird, weil ich würde gerne sowas spielen, was durchaus mit Need for Speed mithalten kann, ohne Need for Speed selber zu spielen. So eine Alternative wäre schon nett. Gäbe es da genug mit Velocity und so weiter, aber die sind ja alle schon alt. Das ist schon alles Ja. alt. Aber man merkt, ne, Trackmania ist dann doch immer noch ein bisschen berühmt, ne? Weil es spielt immer noch jeder, komischerweise. Das ist sogar in der ESL drin. Genau. Ist klar, dass also, aber zumindest Nations Forever, weil das kostenlos Ja, ist. natürlich. Aber ja, ist für mich nichts. Also diese kostenlosen Rennspiele sind für mich nichts, weil die einfach. Die entsprechen nicht meinen Vorstellungen für eines Rennspiels. Ich meine, Trackmania zum Beispiel, Nations Forever, das ist so. Wie soll ich sagen? Schwer zu sagen, also es wirkt so nicht noch realistisch, also zu unrealistisch. Einfach. Und es gab kein Schadensmodell. Es ist alles so. Ja, es ist halt kostenlos, halt, es fliegt auch kostenlos. Aber ne, das könnte man ja vielleicht auch verbessern in den zweiten Teil, ne? Einen Schadenmodus hinzufügen. Ja, das wäre auf jeden Fall geil. Was noch, ja, Need for Speed World hat es schon vorgezeigt, kostenlos und auch geil, wiederum nur ein bisschen kurzatmig, sage ich mal, von den Karten her. Aber ansonsten, aber was mir an Trackmania am meisten gefällt, ist dieser Streckeneditor. Das finde ich geil, das sollte man auch in anderen Spielen machen. Weil ich finde, das ist eine geile Idee, das ist ja sowas wie Little Big Planet 2, dass man immer so eigene Sachen herstellen kann, seine eigenen Levels sozusagen. Und finde ich geil. Ja, ist was richtig Gutes, ne? Mal gucken, ob es vielleicht auch mal in anderen Spielen irgendwann interpretiert wird. Ich denke mal, aber das wird nichts. Dazu sind die Publisher ab und zu ein bisschen zu faul. Ja, du hattest noch zwei News, ne? Eine News noch. Eine, da muss ich noch eine machen. Da muss ich noch ein paar machen. Ja, weil ich habe eine News sozusagen implementiert mit Battlefield 3, das habe ich in Crysis 2 so ein bisschen reingesteckt, ja, so. So ein bisschen versteckt und ja,
Es gibt eine schlechte Überleitung. Eigentlich wollte ich eine gute Überleitung zu Windows 8 machen, aber das lasse ich mal jetzt. Ja, Windows 8 erwartet viele Leute. Und das ist das nächste Betriebssystem jetzt. Was kommt irgendwann? Nächstes Jahr vielleicht? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall soll es dafür, also mit neuen Features vor allem begeistern, weil Windows 7 war ja eher ein Windows Vista, also kaum neue Features, sondern eher so stabiler. Und Windows 8 soll jetzt wiederum neue Sachen haben, die noch nicht so kamen, halt wie schon ein paar Wochen erwähnt, diese ARM-Technologie und so weiter. Und jetzt es soll auch möglich sein, Windows 8 auf USB-Stick zu installieren. Das kennt man ja schon von Linux. Linux-User können das ja schon seit ein paar Jahren. So Ubuntu, Fedora, Debian, alles auf USB. Und ja, da funktioniert das ja. Und die Mindestvoraussetzung ist jedoch, dass man einen Speicherstick von mindestens 16 GB hat. Und zudem die Enterprise Edition wird da vorausgesetzt. Also ist nicht ganz billig. Okay, also ich glaube, dann lassen wir das, glaube ich, mit USB-Stick, ne? Aber ich denke mal, das lohnt sich auch eigentlich gar nicht, das Betriebssystem auf einen USB-Stick zu laden. Das kann man so oder so sehen. Es ist halt eine Möglichkeit, die es gibt. Ja, gut. Aber überleg mal, du hast dein Betriebssystem, wenn du zur Schule gehst, dabei, dann hast du da Rechner und die Rechner können das gar nicht. Also, ne? Ja, ist ja egal. Es ist aber nur, ist da einfach da. Ja. Du hast dann aber dein Betriebssystem dabei. Ja, weil ich habe mein Betriebssystem dabei. Ja, du könntest auch auf CD mitnehmen, aber naja. Machen Das wir weiter. ist ja mit Linux komplett anders. Genau. Das funktioniert ja dann hundertprozentig. Ist auch. Anno 2070. Die Zukunft kommt so langsam bei Ubisoft und deshalb arbeitet Ubisoft schon ein bisschen wieder daran, das Spiel in den Handel zu bringen. Und jetzt sind nun ein paar Gameplay-Mechaniken, architektonische Durchbrüche und völlig neue Herausforderungen erschienen dazu zu dem Spiel. Und das ganze Video könnt ihr euch bei uns bei den News anschauen. Da gibt es auch noch ein paar Bilder dazu, wie das ganze Ding aussieht. Ja, das wird so ungefähr die Zukunft bei uns sein, was zu Anno herrscht, ne? Also ich glaube, wir haben diese Woche wirklich haufenweise Trailer bekommen von den großen Publishern Ubisoft und Konami. Also die haben wirklich alles rausgehauen diese Woche. Nämlich unter anderem auch noch das Spiel Outland. Die haben nicht das Release-Datum dazu veröffentlicht. Das ist nämlich am 27. April. Und in dem Spiel ist wirklich alles dabei. Nämlich Kämpfen, Rennen, Springen, Klettern. Und natürlich türkische Fallen, die ihr ausweichen müsst. Und dabei gibt es im Spiel natürlich auch einen super Soundtrack, damit das Spiel natürlich noch ein bisschen mehr Spaß macht. Wir haben euch dabei auch den Koop-Trailer für die beiden Networke reingesetzt, also den Xbox Live-Marktplatz und das PlayStation Network. Und auf den beiden wird es erscheinen. Und ja, könnt ihr euch einfach mal anschauen. Dann, die News können wir, glaube ich, mal weglassen. Das war ein 3DS-Spiel. Ich glaube nicht, dass jemand das 3DS-Spiel gerne spielen möchte, nämlich Dr. Lautech und die vergessenen Ritter. Nee, machen wir einfach weiter. Ja, das glaube ich auch. Midnight and Magic Clash of Heroes. Mach weiter. Sagt dir das was? Nee, sagt auch, glaube ich, kein Mensch was. Na gut, als Remake. Das gab es nämlich vorher mal auf dem Nintendo DS, jetzt als Remake auf der 3D, auf dem PlayStation 3. Hey Leute, hey Benni, ich hab nur gesagt, mach weiter, Und mach einfach 360, nicht. lass mal das kurz zu Ende sprechen. Kurz zu Nein, Ende. nein, nein. Nächste News, komm. Es ist erschienen, auf jeden Fall. Nein, es interessiert ja nicht, ob es entschieden ist. Mach weiter. So, Los. und dann noch die letzte News, die ich habe. Und die machen wir jetzt hier. Nämlich die Rebels, die feiern ihren fünften Geburtstag. 5 Jahre nämlich des verdrehten absurden Humors, 5 Jahre der Verrücktheit und 5 Jahre des Toilettenpapiers. Ja, warum? Ganz einfach. Ja, sie haben insgesamt 5 Millionen Sammelfiguren geschnitzt. Es wurden insgesamt 9 Millionen Kopien der Videospiele verkauft. Insgesamt 50 Millionen Menschen haben Videos auf YouTube von ihnen angeschaut. Es wurden, ja, 200
96.025.123 Rollen Toilettenpapier benutzt und bewahrten annähernd 7.985.275.569 Mal. Was? Ja, genauer geht's echt nicht. Was? Das sind die offiziellen Zahlen, die Ubisoft uns bekannt gegeben hat. Und dazu ist auch. Die Langeweile haben, das zu zählen, mal ganz ehrlich. Naja, das wissen die ja. Die wissen ja alles, was sie in den Videos einbauen. Ja, viel Spaß bei diesem Zählen, also bitte. Wie gut, dass ich nicht bei Ubisoft arbeite. Das ist doch so. Ja, so. Machen Sie mal hier, zählen Sie mal ganz Brass, ja, viel Spaß, ja. So nur 3 Jahre später, 4 Jahre später und so weiter, dann, das sind 7 Millionen, so und so viel, ja, wow, super, kommt in unsere News rein als ein Wort, wow. Ja, auf jeden Fall wurde noch ein kleines Geburtstagsbewahrtag wie veröffentlicht, 25 Sekunden und ja, altbewährte Klassiker. Der Feuerlöscher kommt wieder zum Einsatz, warum? Schaut's einfach mal an und wir wünschen natürlich den Rebels, ja, herzlichen Glückwunsch. Zu 5 Jahren. Glückwunsch, Rabbits. Ja, auf weitere 5 Jahre, ne? Auf weitere 2 Millionen Jahre und, ja. Weiteren 10 Millionen Toilettenpapierrollen. Ja, viel Spaß, Ubisoft, beim Zählen. Viel Spaß. Genau. Gut. Jo. Haben wir noch was? Wir haben nichts mehr. Ich bin leer. Du bist leer? Ich bin leer. Du bist wie eine Flasche leer. Gut. Haben wir das auch mal fertig? Ja, so total erkältet immer noch. Das hört sich jetzt so an, als ob du irgendwas rauskotzen würdest. Wusste ich auch gleich. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet. Liegt das wahrscheinlich daran, dass du vielleicht noch wieder Minecraft gespielt hast und dann irgendwas irgendwie Bäume kotzt? Bäume kotzen. Du kannst Minecraft alles auskotzen, also ist ja egal. Holz. Wer selber kotzen möchte in Minecraft, bitte die Taste Q drücken. Viel Spaß. Ja, immer schön. Alles raus, was man hat. Nichts soll drin bleiben. Auch die Knochen, die können auch mit raus. Die braucht man nicht. Ja. Wir schauen ganz kurz, glaube ich, nochmal auf die Releases, ne? Für die nächste Woche. Da haben wir Interessantes dabei. Nämlich, wie geplant, am Dienstag Portal 2. Dann haben wir noch am Mittwoch SOCOM Special Force und Operation Flashpoint Wet River. Freust du dich schon auf irgendein Spiel davon? Portal 2. Okay. Eindeutig. Also das ist auch das bekannteste Spiel davon, von den Typen da. Mhm. Dann gibt es noch am Donnerstag Luxus Hotel Imperium. Das ist so die Fortsetzung wahrscheinlich von Hotel Gigant, wer das noch kennt. Ah, das kenne ich noch, das kenne ich noch. Das habe ich damals vor gefühlten 1000 Jahren mal gespielt, auf meinem noch alten Rechner. Also Hotel Gigant 2 eher gesagt und war das geil. Mhm. Aber Hotel, das kennt aber auch jeder, ne? Hotel Gigant, ne? Das kennt jeder. Weiß ich nicht, ob sie da kennen, aber ich hab's gekannt. Also, wundert mich selber, warum. Ich kenne Hotel Gigant, ja. Das ist ja schon, also inzwischen ist das schon irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich gar nicht so interessant, aber ich hab's gespielt. Ja, ich hab's auch mal angespielt, aber ich hab's nur noch gelassen. dann gibt's noch The Conduits 2 auf Nintendo Wii. Mortal Kombat 2011. Achtung. Aha. Es ist die Uncut-Version aus Österreich. Ach, die liebe Österreicher, da kann sich ja der David freuen. Ja, genau, Mortal Kombat zu spielen. Ich glaube, nee, davon auch keine kaufen. Das ist so ab 18. Ist ja egal. Ja. Bastly auf der Wii. Warte mal, für welche Plattform kommt Mortal Kombat raus? Auf der 360, auf der 360 und PS3. Verdammt. Ich weiß es. Deswegen. Wagon Conflict in Nations auf dem PC. Mach einfach weiter, ich kenne das eh nicht. Dance It's Your Stays auf der PlayStation 3 natürlich mit Move-Kompatibilität. Dann Puzzle Blob Universum auf dem 3DS.
Und ihr lieben PlayStation Portable-Spieler,